Panzergrenadier Rima, meld mich zur Stelle, meld mich. 80% der Schweizer Bevölkerung hat ja. Jawohl, ja, oui, si, ja. Jawohl, ja, oui, si, ja. Aha, was? Hä, hä, was? Ja, 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 ja. Gesagt zur Schweizer Armee und ich finde das gut. Wenn wir nur schon daran denken, dass wir seit über 80 Jahren, wenn wir nur schon daran denken, dass wir seit über 200 Jahren in keinen Krieg mehr verwickelt worden sind, dann heisst doch das schlicht und einfach, dank der Schweizer Armee. Wegen der Abschreckung. Puh! Ich kann mich noch gut an all die Gefechte, die ich als Panzergrenadier gemacht habe, zurückerinnern. Die Artillerie hat die feindlichen Ziele beschossen. Die Flüger haben uns pyrotechnisch unterstützt. Die 68er Panzer haben ihre Gegner hintergelassen. Und wir, die Eliteeinheit der Schweizer Armee, Panzergrenadier, Bärenträger, sind unter dem Feuerschutzinstellung vorgerückt und haben den Feind zerschlagen, zermürbt und vernichtet. Gut, es hat zwar niemand zurückgeschossen. Aber wir haben gewonnen. Haben sie uns gezeigt. Oder ein anderes Mal in Bühr, an einem sehr beliebten Waffenplatz von der mechanisierten Truppe, habe ich jetzt ein Geheimnis verraten. Jetzt habe ich ein Geheimnis verraten. Bühr habt ihr nicht gehört. Bühr liegt ja im Kanton Jura, der französischen Grenze. Also wie gesagt, unser Bataillon rückt wieder mal in die findliche Zone vor und plötzlich ruft einer aus dem Nowhere raus, Achtung, eine Wildsau! Ich habe noch nie in meinem Leben bis an 10'000 schwerst bewaffnete Panzergrenadiere gesehen absäckeln. Eine Wildsau! Eine Wildsau! Ein Häschen! Ein Häschen! In die Schützenpanzerinnen, unter den Pinzgauern, an den Bäumen oben sind sie gehangen. Wegen einer Wildsau, die niemand gesehen hat. Aber wir haben gewonnen. Haben sie uns gesagt. Gut, eine Wildsau ist auch etwas Gefährliches. Gefährlicher als der Charlie. Der Charlie ist ja ein Find. Ich habe einen im Schlag gehabt, der hat nicht Charlie geheissen. Den habe ich dann jeden Morgen gefesselt und geknebelt. Ja, du weißt ja nie. Also nicht, dass er meint, ich will da etwas demontieren. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, gerade ich als Fastoffizier, als Gefreiter. Ich fühle mich meinem Land verpflichtet. Wir müssen uns schützen. Der Find lauert hinter jeder Grenze. Was machen wir was, wenn die Liechtensteiner kommen? Hä? Und die haben dann eine gefährliche Feuerwehr. 3 Autos. Oder was passiert, wenn die Deutschen kommen? Dann reden wir nicht mehr wie Schweizer Franken. Dann ist der Euro gegebene Sache. Und unsere Schüttler, die spielen 100% in der ersten Bundesliga. Die spielen in der Kreisliga. Tipkick. Angeführt vom Schiriaco den Furzer. Aargauer. Oder was passiert zum Beispiel, wenn die Österreicher kommen? Was passiert mit unseren Siegesfahrerinnen Sonja Neff und Marlies Öster? Dann startet die doch nur noch unter dem österreichischen Adler. Ja, wir gewinnen so eins, wir gewinnen so eins. Dann ist der fertig Heidi-Land. Dann sind wir dann im Heider-Land. Dann haben wir den ausblockert. Dann kann der Uli als Maurer arbeiten. Oder? Was passiert zum Beispiel, wenn die Italiener kommen? Hä? Gut, vor denen müssen wir keinen Schiss haben, die haben schon Lampen, bevor sie über die Grenze kommen, aber das ist ein anderes Thema. Na, schau, darum ist für mich ein Befehl etwas schambar Wichtiges gewesen. Ich habe jeden Befehl wortwörtlich ausgeführt, habe ich. Wortwörtlich. Ich hatte zum Beispiel einen jungen Leutnant gehabt, einen sympathisch kompetenten Herr, mit einer steifen Kappe, einer Spaghetti rundum. Für mich ist er eine Art Spaghetti-Messias gewesen. Einer von der Barilli-Abteilung. Nach dem Ausgang ist er immer al dente heimgekommen. Also wie gesagt, der Leutnant ist vor unserem Zug angestanden und hat gesagt, Mann, in 10 Sekunden sehe ich keinen mehr von euch. Weg! Und meine Kameraden unter den Binzgauer, hinter den Schützenpanzer und ich bin zur Kaserne ausgewickelt. Der Strasse entlang, nach Thun rein, in ein Restaurant, unter den Tisch und habe gerade einen Kaffee-Creme bestellt. Und einen zweiten Kaffee-Creme und einen Nussgipfel. Und ein dritter Kaffeegrem, zweiter Nussgipfel. Vierter Kaffeegrem, dritter Nussgipfel. 5 Stunden später, 10. Kaffeegrem, 9. Nussgipfel. Durch die Huren Nussgipfel sind mir langsam zu den Ohren ausgelampert. Aber meinst du, es hätte mich einer gesucht? Ich habe mich schon gefragt, ja, wollt ihr mich denn noch? Dann habe ich für den Leutnant einen Nussgipfel bestellt, nach der Rechnung verlangt. Der Serviertochter habe ich gesagt, soll sich beide wieder mal rasieren.
Habe ich gesehen, es ist ein Mann. Ja, ich selber habe mir doch auch mal Brusthaar entwachsen. So. Hey, bis ich Brustwarze wieder am richtigen Ort hatte.